Bozen Flughafen. Seit wenigen Minuten ist der Flug aus Rom eingetroffen mit Landeshauptmann Kompatscher und seinem Kollegen Ugo Rossi aus Trient an Bord. Die zwei Landeshauptmänner haben auch gleich auf einer Pressekonferenz die Einzelheiten der Einigung zwischen dem Staat und den Provinzen erläutert. Diese Vereinbarung regelt das künftige Finanzgefüge der zwei autonomen Länder. Es handelt sich um einen richtigen Sicherungspakt, der die finanzielle Beziehung zwischen der Staatsverwaltung und dem Land vollkommen neu regelt. Diese Vereinbarung ist vor allem auch jetzt eine Sicherung der Zukunft Südtirols in Bezug auf die Finanzregelung. Zum einen wird es in Zukunft so sein, dass wir dem Staat die Beträge überweisen, die dem Staat zustehen und nicht umgekehrt. So kann der Staat in Zukunft auch keine Summen mehr zurückbehalten. Wenn schon, dann könnten wir das, aber wir werden die Verträge natürlich einhalten. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite ist jener, dass die italienische Regierung sich im Vertrag selbst verpflichtet, diesen Vertrag der Republik Österreich zu übermitteln, unter Hinweis auf die Streitbeilegungserklärung aus dem Jahr 1992. Und somit geht jetzt auch diese Finanzregelung unter den Schutz des internationalen Rechts, unter die Schutzfunktion der Republik Österreich. Und das ist natürlich eine Garantie. Rechts- und Planungssicherheit hatte Landeshauptmann Kompatscher als Ziele der Verhandlungen um die Neuregelung der Finanzbeziehung zwischen Staat und Land ausgegeben. Beides wird mit dem Sicherungspakt erreicht. Der Pakt wird auch noch durch einen Briefwechsel zwischen Italien und Österreich abgesichert. Für diese internationale Absicherung war das Treffen zwischen dem italienischen Ministerpräsidenten und dem österreichischen Bundeskanzler Anfang Juli auf Schloss Brösels von großer Bedeutung. Die Tatsache, dass es möglich war, jetzt auch die Finanzregelung unter den Schutz des internationalen Rechts zu bringen, also unter die Schutzfunktion der Republik Österreich, gründet auch darauf, dass es bereits beim Treffen auf Schloss Brösels zwischen Ministerpräsident Renzi und Bundeskanzler Faymann eine entsprechende Aussprache gab und von mir die Bitte, dass man das auf diesem Wege auch so regeln soll. Die Bedeutung der österreichischen Beteiligung an dieser Vereinbarung zwischen dem Staat und den autonomen Provinzen von Bozen und Trient wurde auch vom Trientner Landeshauptmann Ugo Rossi unterstrichen, der die bedeutende Rolle Südtirols in dieser letzten Verhandlungsphase hervorgehoben hat. Der Betrag errechnet sich aus der jährlich von Italien zu tragenden Zinslast, von der Südtirol 0,6% schultern wird. Das sind heuer 476 Millionen Euro und damit weit weniger als die vom Staat derzeit einbehaltenen rund 800 Millionen Euro. Bis 2018 wird Südtirol aufgrund der Haushaltsplanungen des Staates weiterhin mit 800 Millionen Euro belastet. Den Differenzbetrag zu den 476 Millionen Euro wird Rom danach aber dem Land zurücküberweisen.